Schon immer war Kopenhagens Stadtplanung stark auf öffentliche Plätze ausgerichtet. Zu jeder Jahreszeit strömen die Menschen nach draußen. Unter freiem Himmel treffen sich Bürger und Touristen am Wasser, in Parks, auf Plätzen und in den Straßen. Kein Wunder, denn 90% der Kopenhagener wünschen sich ein pulsierendes, facettenreiches, urbanes Leben. All dies erfüllt ein neu gestalteter Platz im Zentrum der Stadt, der Israelplatz. Entstanden ist ein Verbindungsglied zwischen der Innenstadt und dem benachbarten Ørsted Park, direkt um die Ecke der neuen Norreport-Station. Einst war hier der Großmarkt Kopenhagens, später ein öder Parkplatz mit Tiefgarage. Heute ist es ein Ort zum Verweilen für Anwohner und Besucher, wo Jugendliche Sport treiben, Stadtbummler eine Pause einlegen und Schüler vom Unterricht entspannen. Fläche für Bewegung, Sport, Spiel, mitten in der Stadt. Das Konzept für den neuen Israelplatz haben die Kopenhagener Architekturbüros Kobe und Sweco entwickelt. Ihre Idee nennen sie fliegender Teppich. Der gesamte Platz scheint über dem Boden zu schweben. Und drumherum ein rostroter Rahmen. Herzstück ist eine eiförmige schwarze Fläche. In der Mitte dieser Asphaltfläche liegt ein Sportplatz für Fußball, Handball und Basketball. Er ist etwas tiefer gelegt und auf die wellenartigen Abstufungen an seinen Rändern kann man sich wunderbar hinsetzen oder hinlegen und dabei, wenn man mag, die Sportler anfeuern. Ein weiteres Ei ist der Miniskaterpark, in dem kleine und große Kinder ihre neuesten Tricks üben. Der Platz hat außerdem Pyramiden an zwei Ecken. Sie erheben sich aus dem Steinteppich und bilden zwei Tribünen. Die Besucher haben so einen guten Überblick über den Platz, die benachbarten Markthallen und den angrenzenden Park. Ein schöner Ort, um gemeinsam abzuhängen. Neben den aus den Granitfliesen ausgestanzten Flächen für die Bäume fließt ein kleiner Bach in den benachbarten Park. Die keilförmige Vertiefung führt das Regenwasser vom Platz und dient im Sommer als Spielplatz für die Kleinsten. Ein im positiven Sinne sehr reduziertes Konzept, trotzdem verspielt und voller Leben. Ein Platz, der zu jeder Tageszeit seine Atmosphäre ändert. Und eine tolle Alternative zu Cafés und anderen kommerziellen Angeboten, die man sonst im Stadtzentrum findet.